moin zusammen. Hier ist wieder euer Ladde vom Hoax-Team. Ich bin hier heute bei unserer nächsten Band fürs Hoax 2017 in Bimölen. Und zwar sind wir hier bei Lärm Deluxe. Schönen guten Tag. Moin, Leute. Schön, dass wir hier sein dürfen und heute ein kleines Interview mit euch machen dürfen. Freut uns sehr. Ich würde sagen, wir starten mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Für die Leute, die euch noch nicht kennen, was natürlich recht wenig sein dürften, aber die wollen natürlich wissen, was ihr so macht in der Band, wie ihr heißt. Deswegen eine kurze Vorstellungsrunde. Vielleicht fängst du an. Ja, moin. Du kannst doch nicht in die Kamera gucken. Nimm doch das scheiß Mikro da. Moin. Ich bin Fabian, ich spiele Schlagzeug bei Lärm Deluxe. Oh, moin, ich bin Marvin, spiele Gitarre und mache so ein bisschen Backing Vocals und habe tatsächlich auch so 2-3 Songs, wo ich schon einen größeren Gesanganteil habe. Ja, der Martin, moin. Gitarre und Gesang bei Lärm Deluxe. Und jetzt machst du weiter. Jetzt mache ich weiter, ja. Ich bin der Björn übrigens. Ich mache hier gar nichts bei Lärm Deluxe, aber ich mache so ein bisschen Hoax und trinke hier Bier. Also ich bin jetzt zum Bier eingeladen. Nein. Erste Frage, die uns natürlich so brennend interessiert hat. Ihr habt uns ja die E-Mail geschickt und habt gefragt, Mensch, wie sieht's aus? Habt ihr Bock auf uns? Wie seid ihr denn überhaupt aus Hoax gekommen? Ist das denn, wie ist das zustande gekommen? Durch Mundpropaganda habt ihr uns irgendwie... Ja, richtig. Ich erzähl mal dazu, weil ich war der Auslöser. Ich nehme das mal. Es ist so, dass ich habe einen Kumpel, der hat irgendwie gesagt, ja, hier, Kumpels von mir aus Hardebeck, wo ihr euer Festival macht und so, hier, kannst du mal vorbeikommen, hat mir so einen Satz Flyer in die Hand gedrückt. Mhm. So habe ich Papa das Ding auf den Tisch gelegt und habe dann die mit in den Proberaum genommen und dann, wussten wir dann sozusagen, dass es ruhig gibt, sozusagen haben es aber leider nicht geschafft letztes Jahr, ne, aus Gründen. Und dann haben wir gesagt, wir wollen dieses Jahr ein paar Festivals spielen und wollen hier nochmal in der Umgebung gucken. Und dann lagen die Flyer hier noch ein Jahr später und dann haben wir uns quasi drum gekümmert. Und ihr habt ja auch mal geantwortet, ne? Wir haben auch mal geantwortet, natürlich, wenn wir angeschrieben werden. Ja. Hat zwar ein bisschen gedauert, glaube ich, so wie ich. Andere Festivals nicht getan. Okay, gut. Nennen wir jetzt Wacken und so. Wacken und so, ne? Das ist auch scheiße, wir haben was getan. Wo du gerade sagst, Papa, das ist ja auch nochmal vielleicht für diejenigen, die es jetzt nicht verstanden haben, dein Vater spielt bei Dead Shepherd. Genau. Ist da, was macht er da noch? Bassist. Der Basser, achso, alles klar. Ja, dann, das wollen wir jetzt noch nicht vorwegnehmen, aber vielleicht kriegen wir die auch nochmal bald zu Gesicht. Aber das ist jetzt vielleicht ein Insider-News, die wir jetzt hier noch nicht offiziell machen wollen. Also, ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht über euch und habe mal ein bisschen geguckt, was ihr da so bei Facebook stehen habt. Da habe ich, eine ziemlich durchwachsene Vita gefunden, ziemlich hochs und tief. Ich verlese sie einfach mal ganz kurz. Gegründet 2002, tatsächlich schon 15 Jahre gibt es euch. 2005 zum Trio angewachsen, also 2002 als Duo gestartet. Dann 06 umbesetzt, 09 erneut umbesetzt und zum Quartett angewachsen. 12 zum Trio geschrumpft und zum 2015 wieder zum Quartett angewachsen. Was war da los? Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja. Ich meine, wie kommt das zustande? Welche sind jetzt so die ständigen Gründungsmitglieder, die jetzt so dabei waren? Ich bin seit Anfang dabei. Mike, der jetzt eigentlich da sitzen sollte, ist auch von Anfang an dabei. Ihr habt ja, wenn man sich so eure alten Scheiben anhört, ihr habt ja schon auch ein bisschen was veröffentlicht, habt ja ein paar EPs rausgebracht und 3 Alben, wenn ich das richtig gelesen habe. Alben 2, irgendwie habe ich da die, nur so weil irgendwie. Ja genau, doch, es sind 3. Warte mal, ich habe so die nackte Wahrheit und Eskalation, die neueste Scheibe. Was ich da so gehört habe, früher, das ging ja richtig, also straight punk mäßig los, sage ich mal bei euch so, seit der letzten Scheibe sind ja auch doch deutlich Ska-Einflüsse da irgendwie zu hören und ihr tragt es ja auch mit in eurer Beschreibung, Ska Punk and Roll. Sagt ihr selber, wie kam das zustande und wie hat sich das da eingeschlichen? Rock'n'Roll kam eigentlich mit Marvin ein bisschen dazu. Also ich bin ja nun schon reichlich unterwegs, auch durch meinen Vater bin ich halt echt vorbelastet, was die Szene angeht. Und ich konnte, also ich höre gerne Punk, ich finde das geil, aber ich konnte mich mit der Szene nicht identifizieren. So, und ich fand Ska immer geil, ich bin absoluter Rock'n'Roller, ich habe nicht umsonst ein Johnny Cash Tattoo auf dem Arm, das ist einfach so. Und ich sage auch, ich bin Rock'n'Roller und für mich Rock'n'Roll ist halt alles, wie halt der Godfather of Rock'n'Roll Lemmy halt schon sagte. Auch Heavy Metal ist Rock'n'Roll, auch wenn die das nicht wahrhaben wollen.
So, und es ist einfach geil. Es ist einfach geil. Es ist, also musikalisch ist es natürlich nicht anspruchsvoll, wenn man so sagt. Das ist halt immer, du musst halt nur mitsingen und es wiederholt sich immer. Aber das ist einfach, das hat am meisten Eier, sag ich mal so. Und ja, ne, man muss halt mit der Zeit gehen und wir machen vor allem das, was gefällt. Wir kriegen die Bestätigung einfach auf den Konzert. Wir sagen, wir haben hier einen neuen Song und wir schmettern das Ding da runter. Es ist immer Lärm-Deluxe-Stil. Also, aber die, ne? Aber die Leute haben da Bock drauf, einfach. Hier kriegen wir ein schallendes Gelächter vorne hin. Was ist, warum Lärm-Deluxe-Stil, was ist da? Der Lärm-Deluxe-Stil? Wir haben immer einen Songaufbau, den auch ein besoffener Mensch noch gut verstehen kann. Also wir überfordern unser Publikum nicht intellektuell. Wir überfordern uns auch selber nicht. Ja, das ist wichtig. Also auf jeden Fall. Auch nichts zu überfordern, damit wir dann entspannt auf die Bühne gehen können und nicht so, oh verdammt, was müssen wir jetzt hier gleich alles leisten? Ja. Also auf jeden Fall partytauglich, die Mucke. Für euch und genau. Fürs Publikum. Partytauglich, ja. Druck, das muss nach vorne und. Manchmal ein bisschen rotzig. Ja. Das muss er sagen. Genau. Man muggelt auch. Je voller die Leute sind, desto geiler finden die unsere Mucke. Ja, das ist so. Das hat man schon von der einen oder anderen Band gehört. Ja, richtig. Ja, ihr habt ja nur aber echt schon viel Live-Erfahrung so. Also es gibt jede Menge Videos von euch. Ihr habt dreimal, wenn ich das richtig gezählt habe, auf dem Langen Open Air gespielt. Schon so viele Leute kennen euch, ihr habt ja auch in Hamburg, Berlin und war sie echt Spandau, schon seit... Nicht Berlin, wir spielen in Spandau, wenn wir da sind. Ach so, das ist ganz das wichtig. Das ist ja, wir fahren ja auch nach Hardeberg und nicht nach Brokschied, ne? Dann habe ich bei euch in den YouTube-Videos mal geblättert und da ich ja so ein bisschen selber auch immer mit Video und so und so zu tun habe, hat mich eine Sache natürlich ganz besonders angesprochen und zwar Lego Love. Und da musst du dich an Martin wenden. Martin, das ist deine Story. Das war ein Hochzeitsgeschenk für mich und meine Frau von ihrer Schwester und ihrem Mann. Die haben das für uns zur Hochzeit gebaut und uns zur Hochzeit gebaut. Aber die Mucke kam von euch? Die Mucke kam von uns, ja. Aber die Idee zu dem Video und das Video... von denen. Ach so, also das heißt, der Song war zuerst da. Genau. Und die haben sich gedacht, boah, als Hochzeitsgeschenk, geil, machen wir den Video und dann. Oh, Lebensbau, sollst die Mutter meiner Lego-Kinder sein. Habe ich noch was Kleines vorbereitet und zwar würde ich gerne ein kleines... Acapella-Song singen. Nee, das nicht. Ist ein kleines Frage-Antwort-Spielchen. Wir nennen das zum ersten Mal das allerletzte. Und zwar werde ich euch jetzt gleich einen Begriff nennen und ihr sollt bitte euer eigenes persönliches das erste und letzte Mal dazu mir benennen. Ja, drei Begriffe ist nichts Wildes. Einfach nur... als nettes Gimmick. Ich fange mit dir an. Machen wir mal. Pass auf. Ich kann mal reinsprechen. Und zwar das Musikalbum. Boah, das erste. Richtig. Ja, ja. Daran erinnert man sich, warum der Mütze auch. Kurz vor Rendede. Das erste, ich glaube, es könnte Snap gewesen sein. Ich glaube, das erste richtige war Manowar. Fighting the World. Das letzte. Gebrannte gehen nicht, ne? Das ist Album, das ich auf welchen Wegen auch immer zugelegt hat. Also, wenn du es natürlich vor legal downgeloadet hast und dann gebrannt ist, natürlich. Ich glaube, das letzte war, glaube ich, die Super Knasterbart. Von Knasterbart. Okay. Dann? Ganz klischee-mäßig, das erste Album, was ich mir von meinem eigenen Geld gekauft habe, war das AC/DC Live-Album. Respekt. Und das letzte, was ich mir jetzt gekauft habe, war von einer Rockabilly-Band aus Neumünster hier, von den White Nines.
20 Rockabilly Years oder 20 Years, 20 Songs oder so. Die haben, ja. Okay, also wieder Rock'n'Roll. Oh mein Gott. Also, das erste Album war, glaube ich, die vier Jahreszeiten, geerbt von meinem Opa. Und das letzte, ich weiß gar nicht, ich habe schon wieder so lange Spotify, dass ich das gar nicht weiß, wann ich die letzten Album gekauft habe. Zählt auch das, was du rauf und runter gehört hast, vielleicht bei Spotify. Lassen wir auch gelten. Was habe ich rauf und runter gehört? Alles. Vier Jahreszeiten, haben wir ja gesagt. Wollen wir so stehen lassen? Das ist halt alles vier Jahreszeiten. Okay, vier Jahreszeiten geht immer. Alles klar. Gut, nächster Begriff, der Konzertbesuch. Letzter Konzertbesuch war der erste. Boah, der erste richtige, an den ich mich erinnern kann, war Johnny Cash im CCH. Ach, Respekt. Oh, irgendwann Mitte der 90er. Und der letzte war Creator und Sepultura im Meertheater. Geil, da war ich auch. War sehr gut. Mein erster Konzertbesuch. Also ich glaube, da waren bestimmt schon vorher welche von meinem Vater. Aber mein erstes richtiges Konzert war kein Konzert, sondern das Taubertal Festival 2001. Ja, okay. Da sind wir vor unserem... Die Dubliners waren vor Johnny Cash. Egal, Johnny Cash ist besser. Jetzt ist er zurück. Johnny Cash viel cooler. Ja. Nee, wir waren, im Urlaub sozusagen und sind vorher aufs Taubertal-Festival gefahren. 2001, ja. Hat mein Highlight Glow damals. Und ja, okay. Danach sind wir in Italien Urlaub gefahren. Also war ganz gut. Und dein letztes Konzert? Oh, mein letztes Konzert. Also so richtig von so einer großen Band, das muss das Volbeat-Konzert gewesen sein. Jetzt in Hamburg im Oktober oder so muss das ja gewesen sein, ja. Okay. Und der letzte Konzert? So, erstes Konzert, das war... Komm, nicht hier. Nee, das war... Original. In der Markthalle, das waren Hass, Dritte Wahl und noch irgendeine Band, die ich nicht mehr weiß, weil ich so fürchterlich Kopfschmerzen hatte an dem Tag. Ich war noch nicht mal besoffen, ich war 15. Daran lag es wahrscheinlich. Und das letzte Konzert, wie heißen die noch? Fear Factory? Und aber viel geiler als die war Vorgruppe Devin Townsend. Ja. Der war richtig gut. Okay. Fear Factory, die waren so besoffen, die waren nicht mehr gut. Aber irgendjemand hatte von Geburtstag von denen. Okay. Nicht schlecht. Gut, dann letzter Begriff. Der Filmriss. Letzter Filmriss? Ja, wollte gerade sagen, war das noch Sonntag oder war das schon Montag? Fangen wir mit dem ersten an. Nö, sonst wäre es ja kein Filmriss gewesen. Ja, nö, so, könnte Ende der 90er gewesen sein, irgendwann so. Okay. Grob, nö, und der letzte richtige war bei unserem Richtfest. 2014. Ah ja, okay. Oh, da fehlen mir auch so locker 3 Stunden, glaube ich. Okay. Ja, ich hatte auch schon welche. Unzählige, okay. Machen wir gleich weiter. Ja, es müsste auch Mitte, Ende 90er müsste das gewesen sein, der erste. Und der letzte, ich weiß nicht. So lange her, bist du vernünftig geworden, oder was? Ja, mittlerweile habe ich 2 Kinder. Die habe ich auch, das ist scheißegal. Das zählt nicht. Vielleicht kommt es ja wieder irgendwann. Aber im Augenblick ist das irgendwie nicht so richtig mit Saufen. Okay, naja gut, muss man ja auch nicht. Geht ja auch ohne, macht aber immer so viel Spaß. Genau. Ja, dann bin ich auch durch mit meiner Fragerei. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank. Ich möchte jetzt einmal, sie stand zwar die ganze Zeit hier vorne, aber eure aktuelle Scheibe Eskalation noch einmal hier vor euch in die Kamera halten. Ganz, ganz geiles Ding aus dem letzten Jahr, wo man das kriegen kann. Habt ihr dann online-mäßig vertreibt ihr das nicht? Bei euren Gigs? Ja. Beim Hoax auf jeden Fall. Da wird man sicherlich auch käuflich erwerben können. Zieht euch das rein, ein bisschen. Ein paar Hörproben gibt es bei Soundcloud auf jeden Fall zu hören. Da verlinken wir auch nochmal euren Kanal. Ja, und dann würde ich sagen, wir freuen uns tierisch, euch im August bei uns begrüßen zu dürfen. Wir hoffen euch auch. Grüßt den vierten im Bunde. Das machen wir. Und dann sage ich... Grüße Mike. Ja, genau. Alles klar, haut rein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Schönen Abend noch. Wir trinken jetzt erstmal noch ein Bierchen, ne? Oder zwei. Bis dann. Adios.